Und herzlich willkommen zu Comedy and Com, ja, Alarmstufe 3, Band Nummer 29. Mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Tolle Show, Commander. Verdammt gute Arbeit. Diese zurückeroberten Zerstörer werden uns bestimmt sehr nützlich sein beim Versenken dieser Inselfestungen. Sir, Premier Schardenko ist in der Leitung. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant, meine Herren. Oberbefehlshaber Bingham, ich wollte Ihnen persönlich danken für all Ihre Mühen, unsere Partnerschaft zum Erfolg zu führen. Sehr nett von Ihnen, aber danken Sie unserem Commander hier. Er leitete den Angriff auf Gibraltar. Da steht eine Tasche. Ja, auch Ihnen gilt mein Dank, Kommandant. Ich hoffe, Sie waren zufrieden mit Nataschas Beitrag auf dem Schlachtfeld. Sie ist eine unserer Besten. Ja, wir werden Ihre Natascha und jeden Ihrer Männer benötigen für die Zerstörung der schwimmenden Festung im Nordatlantik. Das ist richtig. Viel Glück, meine Herren. Danke. Diese Bedrohung hat den ganzen Schiffsverkehr in der Nordsee lahmgelegt. Aber mit unseren Zerstörern und der Hilfe der Sowjets haben wir vielleicht eine Chance. An die Arbeit, Commander. Die verraten uns doch schon jetzt. Etwas wie diese Festung habe ich noch nie gesehen. Niemand hat das. Sie ist eine komplett bewaffnete mobile Stadt und beherrscht alle Wasserstraßen in der Region. Es sieht so aus, dass wir die Taktik ändern müssen. Koordinieren Sie die Angriffe mit der sowjetischen Flotte. Ich weiß, Sie hassen die Zusammenarbeit mit den Sowjets. Aber Field Marshal Bingham ist ein sehr kluger Mann. Ich bin sicher, er weiß, was er tut. Nordsee, die unfassbare Festung. Wir haben einen Angriff auf die kaiserliche Flotte in der Nordsee organisiert. Allerdings haben wir noch keine genauen Informationen über deren Zusammensetzung. Wir arbeiten bei dieser Operation wieder mit den Sowjets zusammen. Ihr erster Befehl lautet wie folgt. Unterstützen Sie die Bergung eines kaiserlichen Schiffes. Verteidigen Sie unser Bergungsschiff, während wir die Informationen über die japanische Armada sichern. Sobald wir die Daten haben, erhalten Sie weitere Befehle. Viel Glück. Neues Einsatzziel erhalten. Okay. An Bord dieses Schlachtschiffes sind Informationen über die schwimmende Festung. Schirmen Sie unser Bergungsschiff ab, während wir die Daten sichern. Halten Sie die Japaner von unserem Bergungsschiff fern. Unser Verbündeter wird angegriffen. Mal gespannt, wie diese Festung aussieht. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindliche Flugzeuge nähern sich dem Bergungsschiff. Ja, der Russe macht das schon. Der ist ja kompetent. Der weiß ja schon vorher, wo alles hinkommt. Einverstanden. Super Schallattacke! Mal sehen, was die so bringt. Klingt cool. Schönes Gewässer, hä? Eine Einheit wird angegriffen. Mal sehen, was die so bringt. Natürlich, mein Freund. Ich zeig euch die Gegend. Schönes Gewässer, ha? Auf geht's! Feindliche Einheit. Schönes entdeckt. Gewässer, ha? Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Einsatzziel erreicht. Daten gesichert. Analyse läuft. Das hört sich nicht gut an. Die schwimmende Festung des Reichs befindet sich nah bei Ihnen, aber Ihre Langstreckenartillerie macht ein Näherkommen unmöglich. Aufklärungsschiffe kreuzen in den Gewässern. Sie müssen diese Schiffe finden und sie versenken. Neues Einsatzziel erhalten. Okay. Erwarte Befehle. Toll, 5 Agenten. Wie gesagt, ich bin unbewaffnet. Doch ein Witz. Verkleidung bereit. Erwarte Befehle. Ein Witz, Befehle. Komm, Natascha. Klar, Commander, Spione können die Geschütze lahmlegen, damit Natascha nahe genug herankommt, um sie zu
zu zerstören. Eine Einheit wird angegriffen. Eine Falle! Neues Bonusziel erhalten. Der Geheimdienst stellt Ihnen zusätzliche Spione zur Verfügung. Passen Sie diesmal besser auf sie auf. Die kaiserlichen Radarboote ermöglichen der schwimmenden Festung Langstreckenangriffe. Versenken Sie alle Radarboote, auf die Sie stoßen. Ich habe hier ein Radarboot. Versteckt sich hinter Geschützen. Wie ein Kind. Bin unterwegs. Ihre Befehle? Ja, wie geht das denn? Nah genug heran, wenn der Generator deaktiviert ist. Doch, dann fahren aus! Der Geheimdienst stellt Ihnen zusätzliche Spione zur Verfügung. Wie soll das gehen? Wie soll ich mich tarnen? Halt mein Handtuch. Wie tarnen die denn? Geh doch hoch! Arschloch. Schnell wie der Wind. Natürlich, Sir. Commander, bin unterwegs. Eine Einheit Operation läuft. Wie soll das gehen? Verkleidung bereit. Wie soll ich mich tarnen? Guten Tag, Sir. Jawohl. Schnell wie der Wind. Verstanden. Und jetzt? Schnell wie der Wind. Ich sehe mich mal um. Infiltriert. Warten Sie hier, ich regle das. Ach so. Der Geheimdienst stellt Ihnen zusätzliche Spione zur Verfügung. Passen Sie diesmal besser auf sie auf. Befehle. Erstes Kraftwerk zerstört. Ich nehme an, die Luft ist rein. Ah, ein Tag am Strand. Da muss man auch immer verstehen, ey. Man soll so eine Chance. Jawohl. Natürlich, Sir. Guten Tag, Sir. Operation läuft. Operation läuft. Ich mach's mir gemütlich. Bereit für Infiltration. Feindliches Gebäude. Verkleidung bereit. Ist die Luft rein? Für König und Vaterland. Noch ein Kraftwerk weniger. Für König und Vaterland. Claro. Ja, Sir. Ist die Luft rein? Wir sind bald da. Schnell, bevor ich entdeckt werde. Feindliches Gebäude infiltriert. Wie sehe ich aus? Wie ein Agent. Ja, Commander. Ja, Sir. Operation läuft. Neoprenanzug bereit. Das Radarboot ist verwundbar. Natascha könnte es versenken. Wie gesagt, ich bin unbewaffnet. Ach, Sir, befehlen. Alle Generatoren zerstört. Und jetzt das Radarboot. Los, Natascha. Für König und Vaterland. Neutralisiert. Einsatzziel erreicht. Das erste. Ach du Scheiße. Das zweite Radarboot ist gut abgeschirmt. Wir müssen vorsichtig sein. Nun, da die Radarboote versenkt sind, können unsere MBFs in Position gehen. Die Ingenieure können diese Kraftwerke hacken, um die Abwehrsysteme lahmzulegen. Zerstören Sie sie aber nicht, sonst werden die Japaner misstrauisch. Neues Einsatzziel erhalten. Tanja hier, ich bin soweit. War das schon alles? Neues Bonusziel erhalten. Eine Einheit wird angegriffen. Ich erledige das. Erobern Sie den Generator, Genosse. Bahnen Sie den sowjetischen Ingenieuren einen Weg, damit sie die Kraftwerke hacken können. Jawohl, aber hallo. Es funktioniert. Die Geschütze fallen aus. Geben Sie dem Ingenieur ein Zeichen, wenn er ein Kraftwerk betreten kann. Welche Geschütze? Rücke vor. Oh, würde ich mal sagen, hier unten, ne? Bin unterwegs. Sag bei Eine Einheit wird angegriffen. Sofort. Schon urlaubsreif? Urlaubsreif. Mach ich. Urlaubsreif ist immer gut. Sofort. Aber hallo. Ich brauchte erstmal Leben. Verstanden. Schon urlaubsreif? Bin dran. Was liegt denn da im Busch? Ein Klacks. Das ist alles? Kein Problem für jemanden wie mich. Hey du, warte. Eine Einheit wird angegriffen. Schnappen wir uns noch einen Generator. Fort. Ich glaube das alles nicht. Alles klar. Jawohl. Mhm.
bin dran. Rücke vor. Noch mehr Geschütze offline. Alles klar. Sanitäter? Bin unterwegs. Jawohl. Ein Klacks. Sofort. Schon urlaubsfrei? Eine Einheit wird angegriffen. Mach ich. Alles klar. Langsam tut es weh. Langsam tut es weh. Sofort. Das könnte haben Sie was für mich? Mach ich. Alles klar. Wenn nicht dieses Ding da gewesen wäre, hätten sofort wir verloren. Verstanden. Rücke vor. Erreicht. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Der Weg zum Radarboot ist frei. Lassen Sie Tanja tun, was sie am besten kann. Verstanden. Bin unterwegs. Mach ich. Tanja, was kann sie denn am besten? Sofort. Hey du, warte. Aber hallo. Tanja hier, ich bin soweit. Das zweite Radarboot ist Fischfutter. Schicken Sie die MBS. Da ist sie. Die schwimmende Festung. So eine große Armeeeinheit habe ich noch nie gesehen. Bitte nähern Sie sich vorsichtig, Sir. Sie ist nach wie vor gefährlich. Schlachtfeld erweitert. Unser Geheimdienst hat die Vorlagen ausgewertet. Die Festung wird über zwei separate Reaktoren mit Energie versorgt. Erobern Sie beide Reaktoren, dann können Sie mit Ihrer Hilfe die Festung zerstören. Prospektor einsatzbereit. Neues Einsatzziel erhalten. Wird gebaut. Tja, Kommandant. Ich habe Befehl, Sie bei dieser Operation zu unterstützen. Die Lage ist wahrlich verzweifelt. Gemeinsam können wir ja vielleicht das Reich besiegen. Mit dir tue ich alles, meine junge Frau. Scheiße, müssen aufs Wasser. Abgebrochen. Wird gebaut. Wo sollen wir denn da hin? Eine Zeitbombe. Zeitbombe. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Zu wenig Energie. Nein. Ausbildung. Diese Festung ist einfach nur riesig. Das ist impossible. Upgrade abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wir brauchen einen Brückenkopf, bevor wir Bodentruppen produzieren können. Brückenkopf? Dann bau einen Brückenkopf. Was hast du mit Brückenkopf gemacht? Bau abgeschlossen. Ich denke, Ihre Geschütze sind diesem Kampf nicht gewachsen. Sie sollten besser umkehren, solange Sie noch können. Aber ich will kämpfen. Wie geht es Ihnen, Sir? Gut. Großartige Idee. Guck mal, wie du da hochkommst. Schöner Tag für einen Ausflug. Da kommen Sie schon. Zerstörer ist einsatzbereit. Warten auf Befehl. Zerstörer ist einsatzbereit. An diesem Schiff kommt niemand vorbei. Beste Schiff der Flotte. Gefechtsstation. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Enttäuscht mich nicht. An diesem Schiff kommt niemand vorbei. Zerstörer ist einsatzbereit. Radiert sie aus. Zerstörer ist einsatzbereit. Ruder setzen. Neuen Kurs setzen. Das Problem sind ja die großen Schlachtschiffe von denen. Zerstörer in Wartestellung. Ab ins Wasser. Feindliche Einheiten entdeckt. Nicht verpissen.
Warten auf Befehle. Gefechtsstation besetzen. Zerstörer ist einsatzbereit. Verstanden, Steuermann? Was sollen wir tun, Commander? Neuen Kurs setzen. Eine Einheit wird angegriffen. Aufgeschützt bereit? Davon lassen wir uns nicht aufhalten. Alle auf Gefechtsstation. Los, Feuer! Der Verbündete wird angegriffen. Zerstörer ist einsatzbereit. Beste Schiff der Flotte. Zerstörer ist einsatzbereit. Sehen wir uns mal um. Schöner Tag heute. Einheit verloren. Ausgezeichnete Idee. Hallo, Sir. Hallo. Super Idee. Finde ich auch. Zerstörer ist einsatzbereit. Hört sich gut an. Zerstörer ist einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Bin schon unterwegs. Wird gebaut. Mal gucken. Ich kann einen vorgeschobenen Stützpunkt auf der Inselfestung errichten. Erwarte Ihren Befehl. Unzureichende Mittel. Soll ich dir dann befehlen? Ja, mach doch. Verstanden, Steuermann. Ein Ort wird angegriffen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Bau abgeschlossen. Gefechtsstation. War ich doch gerade wirklich neben mir. Neue Bauoptionen. Unzureichende Schlampen. Energie. Erledigt sie. Stechen wir in See, Männer. Ab ins Wasser. Soll man denn da durchkommen? Hauptgeschütz bereit? Wir haben schwere Verluste. Das Oberkommando übermittelt schon einen Notfallplan an den Flugzeugträger. Macht mich stolz. Eine Einheit wird angegriffen. Stechen wir in See, Männer. Unzureichende Mittel. Bereit für Landung. Bombe bereit. Unzureichende Mittel. Statusbericht los. Ziel wählen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Ausbildung. Unzureichende Mittel. Zerstörer ist einsatzbereit. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das? Es ist viel zu übertrieben. Entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Was sollen wir tun, Commander? Weiß nicht. Bringen wir es hinter uns, Männer. Unzureichende Mittel. Ruder setzen. Alter. Erobern Sie mit den Ingenieuren die Reaktoren der Festung. Sie überladen die Kerne, um diese zu destabilisieren. Ich hab die Pläne hier. Wenn beide Reaktoren gleichzeitig destabilisiert werden, entsteht im Energiesystem der Festung eine kritische Masse. Unzureichende Mittel. Wir müssen ja immer da reinkommen, das ist ja das Problem. Aber ich würde mal sagen, das war Part Nummer 29 von Coming in Gun Gay Lamps of the 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.